Liebe TV-Originalzuschauer, wir haben hier jetzt Herrn Norbert Elsässer, Vorsitzender vom Gewerbeverein Rauenberg, neben uns stehen. Herr Elsässer, dieses Jahr findet wieder eine ganz tolle große Gewerbeschau statt, und zwar diesmal in einem Gebäude. Nicht so wie hier jetzt in den hohen Aspen unter freiem Himmel, sondern... Ja, also am 24. 25. März, da steigt die Gewerbeschau, und zwar, wir machen das ja so, dass alle Jahr wechselt es, einmal hier im Hohen Aspen und dann einmal drüber in den Hallen. Dieses Jahr ist es in den Hallen und ja, wie gesagt, 24. 25. Sie sind alle recht herzlich eingeladen. Weitere Aussteller haben natürlich auch noch die Möglichkeit, sich beim Herrn Elsässer, Gewerbeverein Rauenberg, zu melden, die auch noch irgendwo hier und dort ihr schönen Betrieb zeigen und repräsentieren möchten, richtig? So ist es. Also wir haben noch etliche Plätze frei. Was heißt etliche Plätze? Noch 3, 4 Standplätze sind frei. Ich gehe mal davon aus, dass bis nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, die Plätze vergeben sind. Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen Sie zu der Gewerbeschau nach Rauenberg. Sie sehen es hier jetzt eingeblendet, Adresse, Telefonnummer, Uhrzeit und alles. Nehmen Sie sich extra frei dafür, falls Sie irgendwie Schicht haben sollten, weil es lohnt sich sehr. Was hier geboten wird, sehen Sie normalerweise nicht während eines normalen Gewerbebetriebes. Richtig? Weil die repräsentieren ja extra etwas. Ja, also man sieht ganz viele Gewerbebetriebe, Handwerker, Kunstaussteller, also schon etliche. Es gibt eine sehr interessante Gewerbeschau, wie immer in Rauenberg. Und ja, es ist auch für Kinder was geboten. Wir haben eine riesengroße Tombola, die ist schon fast, ich will mal fast sagen, weltberühmt. Ja, es lohnt sich, vorbeizuschauen. Ist das wieder mit diesen riesen, gigantischen Fernsehern und alles? Ja, da gibt der erste Preis wird wahrscheinlich ein Fahrrad sein. Zweiter Preis, gehe ich mal davon aus, wieder ein Fernsehgerät. Dritter Preis, so schauen wir mal, was. Ist, ja, man muss sich überraschen lassen. Also es sind so circa 40 bis 50 Preise. Also man hat eine gute Chance, hier was mit nach Hause zu nehmen. Okay. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Viel Erfolg, viel Glück, auf das ja viele von den Zuschauern auch bei Ihnen vorbeikommen. Vielen Dank für das Zuschauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Oliver Döll von TV Überregional.